Wir kommen beim Schlagerspaß zum Wohnzimmerkonzert. Sie wissen, was das bedeutet. Ihr wisst es auch. Ihr könnt euch melden und mir sagen, ob ihr ein Lied singen wollt, welches Lied ihr singt. Du zeigst dich jetzt schon auf. Möchtest du was singen? Sehr gerne sogar. Roman Roselli möchte... Mit dir vielleicht sogar. Nein, mit mir. Der Jens ist ein viel besserer Begleiter als ich. Ich freue mich schon, dass ich das eine Lied also singe mit rüber, dir durfte. Ja? Geh mal rüber, ja genau. Ramon, was hören wir denn von dir? Ich hätte gedacht, dass wir jetzt... Du hast ja Tränen in den Augen machen. Ramon Roselli und du hast ja Tränen in den Augen. Du hast ja Tränen in den Augen. Ich weiß, die gelten mir allein. Mir sagt das Lächeln deines Mundes, es müssen Freudentränen sein. Lange war ich in der Ferne, es war ein weiter Weg zu sag das Schlagen deines Herzens, du gehörst noch heute zu mir. Dankeschön. Dankeschön, vielen Dank. Ach, so ein schöner alter Schlager und dieser junge Bursch singt das. Beglitten wurde er von unserem Jens. Und nicht, dass Sie glauben, wir haben geschummelt, da ist ja so ein Rhythmusgerät drinnen, oder? Ja, sicher. Er spielt auch auf Hochzeiten und auf Scheidungen und überall und er begleitet hier unsere... Und bei drei Bands spielt er noch. Und also, ich kann es Ihnen sagen, bist du bereit für den nächsten? Die Liebe ist ein Festmenü. Es ist der Wind, ich warte auf sie. Und wenn sie kommt, dann sag ich, please, nimm dir das, nimm dir dies. Heute soll ein Festtag sein. Komm und bedien dich bei mir, denn mein Herz und was dazu gehört, ist dein. Komm und bedien dich bei mir, denn ich weiß, ich werd mit dir im Himmel sein. Ich fühle, ich bleibe dir für immer treu. Komm und bedien dich bei mir, du wirst sehen, die Welt ist.